Bevor das Video startet, haben wir heute noch ein kleines Extra für euch, und zwar die Bilder, die beim Brunnenbau in Afrika entstanden sind. Diese wurden zwar schon in der Facebook-Gruppe veröffentlicht, aber damit sie auch alle sehen, die kein Facebook haben, schneiden wir sie hier vorne dran. Natürlich würden wir uns freuen, wenn ihr auch der Facebook-Gruppe direkt beitretet, um in der Zukunft schnell diese Inhalte sehen zu können. Dieses Video ist für, wenn nicht so läuft. Du weißt schon, was ich meine. Tongkat Ali, auch malaysischer Ginseng genannt, wirkt als Adaptogen. Gerade bei zellulärem Stress und vor Alterserscheinungen, Vorbeugung, ist es wirklich sehr signifikant messbare Ergebnisse hier in Studien. Ja? In Malaysia wird es gerade gegeben, zu sehr lange schon bekannt, in der Ayurveda, physikalischen und psychischen Leistungssteigerung. Und der sehr, sehr schöne Nebeneffekt ist dabei, was eigentlich der Haupteffekt ist, wahrscheinlich die Libido-Steigerung. Schauen wir uns das Ganze mal genauer an, studienbasiert, was die Wunderpflanze denn wirklich so kann. Die Hauptwirkstoffe sind Europeptide, und diese Europeptide sind die bioaktiven Substanzen, die letztendlich diese Wirkung dann dementsprechend auch veranlassen. Ja? Wir kennen zum Beispiel alle Cortisol, das ist ein Stresshormon, das der Körper aussendet. Ja? Wenn du zum Beispiel in Gefahren bist oder Nahrungsmangel und so weiter erleidest, ja. Das veranlasst unter anderem auch die Freisetzung von Glucose aus der Leber und aus den Muskelzellen in die Blutbahn dann dementsprechend, damit du wieder mehr Energie hast für den stressbereiten Akt. Und des Weiteren gibt es hier die Thematik Testosteron, und diese beiden wirken so ein bisschen, nicht direkt, aber wie Antagonisten möchte ich es ungefähr mal nennen. Denn ist egal, wie hohen Testosteronspiegel du hast, wenn der Cortisol, das heißt dein Stresslevel, noch höher ist, dann wirst du davon nicht viel haben. Und genau das macht diese Pflanze. Er bringt diese beiden wieder in Balance. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und auch das wurde getestet, dementsprechend an Probanden. Hier sehen wir 63 Probanden, männlich und weiblich. 200 Milligramm Tongkat Ali-Extrakt wurde täglich verabreicht. Nach einem Bluttest ist herausgefunden, dass der Cortisolspiegel um 16% gesunken ist. Nicht nur das, das Testosteron ist um 37% gestiegen. Das fand ich eben sehr, sehr spannend. Und auch, dass in der Placebo-Gruppe kein Effekt zu messen war. Was hat das Ganze mit Anti-Aging zu tun? Vielleicht, was viele nicht wissen, ist, dass das den Testosteronspiegel, nein, das wissen wahrscheinlich alle, zwischen 25 und 30 Jahren hast du den höchsten Testosteronspiegel. Und danach sinkt er ab. Und auch gleich wie mit Q10, sinkt ja auch schon ab 20 ab. Ja? Das ist so ungefähr, wann du am vitalsten und so weiter bist. Und dieses sinkt immer weiter. Und zwar jedes Jahr um 1 bis 2% sinkt dein Testosteronspiegel, sodass du circa mit 60 nur noch 40, ja, wenn du Glück hast, 50% des Testosteron hattest, was du normalerweise ursprünglich mit 25 bis 30 hattest. Um das rückgängig zu machen, zeigen hier auch Studien, das konnte Tongkat Ali ebenfalls dort entgegenwirken. Was natürlich sehr, sehr schön ist, um wieder ein bisschen Jugend wieder zu bekommen. Ja? Des Weiteren sehr schöne Nebeneffekte sind natürlich mehr Muskelmasse, weniger Fettmasse, das was Testosteron natürlich auch macht. Ja? Und vor allen Dingen psychische und physische Leistungsfähigkeit sowie Libido-Steigerung konnte hier in den Studien beobachtet werden. Ja? Doch die Wissenschaftler wollten wissen, wie machst du das, Pflanze Tongkat Ali? Bitte verrate uns das. Und auch das wurde getestet mit erstaunlichen Ergebnissen. Es wurde gar nicht mehr Testosteron produziert von deinem Körper. Wie wurde dann diese Messung dann dementsprechend veranlasst, dass es doch mehr hat? Es gibt inaktives Testosteron und nicht aktives Testosteron. Das war zweimal das Gleiche. Alles klar, damit bin ich komplett raus. Es gibt aktives und nicht aktives Testosteron. Das nicht aktive ist dann dementsprechend an Peptide gebunden, an Proteine so gesehen. Ja? Nein, Proteine noch nicht, an Peptide gebunden. Vielleicht kennen wir zum Beispiel mal Vitamin D. Ja? Das eine ist dieses Rucksack-Vitamin D, ja? Was ja nicht so bioverfügbar ist für die Zellen, habe ich ja bereits erklärt, deshalb die tägliche Zunahme von Vitamin D, Einnahme von Vitamin D oder Aussetzung von Vitamin D so wichtig ist. Ja? Auch hier das gleiche Schema, ja. Und Tongkat Ali, diese bioaktiven Substanzen, ja,
Diese Europeptide, die lösen dann dementsprechend wieder dieses Rucksack von deinem Testosteron, sodass es wieder freies Testosteron ist. Das heißt, es erhöht nicht das Testosteron. Das ist der falsche Marketing-Satz, das es hiermit widerlegt, sondern es reaktiviert nur dein Testosteron, dass dieses wieder bioverfügbarer ist für deinen Körper. Das Schöne ist, es ist ebenfalls sehr interessant, auch für Mädchen, für Frauen eher, würde ich sagen. Und weil das so ist, weil es immer in einem Referenzbereich sich bewegen wird, du willst niemals irgendwie millionenfach Testosteron und so weiter haben und dein Cortisolspiegel nicht mehr messbar sein oder sowas. Nein, wir bewegen uns immer noch im Referenzbereichen, ja, und das wollen natürlich Frauen nicht aus diesem Referenzbereich rausgehen. Von daher ist es genauso interessant für Frauen, ja, weil es natürlich hier mehr ein Balancierer ist, ja, nicht einfach etwas, der einen willkürlichen Wert nach oben treibt oder nach unten treibt, wie es zum Beispiel viele Pharmazeutika machen. Ebenfalls wurde dann dementsprechend gemessen, Befinden, Libido und so weiter. Ja. Nach 6 Wochen Eingabe von 300 Milligramm 11% Steigerung, nach 12 Wochen 14% Steigerung messbar. Das war sehr, sehr schön, aber da haben die Forscher sich gedacht, jetzt wollen wir auch nochmal was Richtiges daran verifizieren, messen. Und da hat man die Spermienkonzentration gemessen und da ist man noch ein bisschen höher gegangen auf 800. Okay, meine Karte war voll. Das war ziemlich unprofessionell, Patrick. Ja. Ich war verstehen geblieben. 50% Steigerung der Spermienkonzentration bei 800 Milligramm. Und die wollen natürlich dann auch irgendwo hin. Versteht ihr, was ich meine? Daher kommt natürlich auch die Libido-Steigerung dementsprechend zustande. Ebenfalls Athleten können davon profitieren, denn auch hier war sehr, sehr interessant zu sehen. Signifikante Zunahme von Muskelmasse natürlich auch. Was ein Testosteron natürlich auch so macht. Ja, vor allen Dingen auch Abnahme von Cortisol, was immer sehr, sehr wichtig ist, was du ja sowieso beim Sport schon immer weiter dir, ja, je nachdem wie intensiv du Sport treibst, natürlich auch hast. Dann fand ich sehr, sehr interessant, zum Beispiel bei Diäten, ja, das heißt, je weiter du in einer Diät fortschreitest, desto mehr Kalorienrestriktion betreiben ja viele. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, völlig dahingestellt, das machen immer noch sehr, sehr viele. Und es ist eben so, dass dadurch dein Körper natürlich immer mehr Stresshormone aussendet, weil immer mehr den, ja, induziert bekommt, signalisiert bekommt, hey, du bist gerade in einer Extremsituation. Und von daher gehen die Stresshormone immer weiter hoch. Auch hier kann Tonkatal natürlich dir helfen, weil es balanciert natürlich wieder dein Testosteron nach oben und dein Cortisol nach unten halt eben und lässt dich besser dementsprechend Gewicht verlieren, wenn das der Weg für dich sein sollte und du Diäten machen möchtest, ja. Dann könnte dir dabei ebenfalls sehr behilflich sein, wurde hier in Studien gezeigt, ja. Persönlich würde ich sagen, Diäten sind sehr schön, ja, aber ich würde eher versuchen, die Kalorienmenge aufrechtzuerhalten und eher das Aktivitätenlevel nach oben zu führen. Aber auch das geht natürlich mit einer erhöhten Cortisolkonzentration einher, weil du deinen Körper mehr stresst, Aktivität durchzuführen. Und auch da kann Tonkatali natürlich hier auch dir behilflich sein eventuell dafür, ja. Alle Eigenschaften beruhen natürlich auf einer erhöhten Testosteronkonzentration beziehungsweise auch Senkung des Stresshormonlevels. Ebenfalls hier eine Grafik nochmal sehr schön abgebildet. Ja, die Testosteronabnahme mit dem Alter signifikant zu sehen. Das Erschreckende ist aber dabei nochmal zu sehen, im Jahre 2000 und 15 Jahre früher sehen wir erhebliche Unterschiede in den Testosteronkonzentrationen der Menschen. Das ist die Frage, woran kann das liegen? Ja, viele Menschen sagen, dass gerade aus dem Wasser natürlich auch viele weibliche Hormone aufgenommen werden, und die Männer natürlich dadurch auch Testosteroneinbußen machen müssen. Ich glaube, es ist nicht das Ausschlaggebende, sondern ich glaube, das Ausschlaggebende ist einfach der Alltag von den Menschen. Und ich finde, das sollte der Ansatzpunkt immer Nummer eins sein, bevor du irgendwas machst. Versuche, Ruhe zu finden. Versuche, deine innere Ruhe zu finden. Versuch zu meditieren. Versuch, alleine spazieren zu gehen. Ich mache das täglich. Ich gehe jeden Tag mit mir alleine spazieren einfach. Um runterzukommen, abzuschalten. Probier es mal damit auch mal. Ja, ich hoffe, ich konnte dich neugierig machen vielleicht sogar. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du auch mal auf vitasomal.de vorbeischaust. Meine liposomalen Supplements, würde mich sehr, sehr freuen. Höchste Bioverfügbarkeit natürlich viel höher als sonst so. Wir machen bald auch noch Studien dazu, wo ich das auch noch verifizieren werde. Kommt sehr gerne in die Gruppe. Facebook, Vitasomal, eure liposomale Revolution. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen für uns, die Arbeit, die wir uns gemacht haben für euch. Abonniert den Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Drückt auf die Glocke, damit ihr wirklich informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Genau, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Einschalten. Wirklich Dankeschön und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.